An der Stuhlsteige hat die Stadt Pfullingen jetzt neue Hinweisschilder aufgestellt, die Verkehrsteilnehmer zu einem sichereren Fahrstil animieren sollen. Seit dem Jahr 1982 gab es 14 Tote und 50 Verletzte auf dem Pfullinger Albaufstieg. Die Unfälle seien laut Vertretern des Landratsamtes und des Polizeipräsidiums Reutlingen nicht auf Mängel im Verkehrsraum zurückzuführen, sondern auf das individuelle Fahrverhalten der Unfallverursacher.